Die Hamburger Motorradtage 2016, kurz HMT, hatten ihre Tore vom 26. bis 28. Februar geöffnet und das nun schon zum 23. Mal. Geboten wurde einmal wieder ein bunter Mix aus Bikes, Zubehör, Bekleidung und Action, wobei auch die ATVs, Quads, Side-by-Sides und Dreiräder nicht fehlten. Kranke 110 PS! Die 70.000 Besucher pilgerten auf die diesjährige Messe, 2.000 mehr als im vergangenen Jahr 2015. In der Actionhalle war der Stand vom Q-Team Nord der Anlaufpunkt für die norddeutsche Quad-Szene. In der ATV- und Quad-Magazin im Vorfeld der Messe Eintrittskarten verlost hatte. Für Quad-Action sorgte der Stuntfahrer Dr. Stefan Blank mit einem ATV von Access. Das allerdings zum letzten Mal. Im Jahr 2017 wird der Stunt-Doktor in Hamburg nicht mehr auftreten. Im kommenden Jahr 2017 finden die HMT vom 24. bis 26. Februar statt. DECON, der Veranstalter, hat dafür ein noch vielfältigeres Programm rund um ATVs und Quads angekündigt.